Action. Action. Hi, Leute. Hey, Peace Buddies. Out. Nein. Peace Hallo, out, meine Buddies. Süßen, Honeymoons. Heute habe ich den Googie hier, den kennt ihr ja schon. Ja, ist komisch. Immer wenn ich bei ihr sitze, muss ich nach oben schauen. Warum musst du sonst immer nach unten schauen? Ja, geradeaus, auch bei dir ist die Kamera immer über uns. Ja. Er hat ein Buch geschrieben. Und echt? Ich wollte dich mal so fragen, ja, wie du dazu gekommen bist, ein Buch zu schreiben. Also, ich erzähle euch die Geschichte. Ich bin immer noch voll vom Essen. Ja, und wir stinken voll. Knoblauch, Alter. Wenn ihr eine Nase hättet, die wäre tot. Nein, also, wieso ich ein Buch geschrieben habe? Also, es fing alles an, dass halt immer mehr komische, seltsame, schlimme Dinge passiert sind bei uns. Und ich habe mal 2 Jahre lang bedient auf Hochzeiten. Da bin ich mit vielen Leuten ins Gespräch gekommen oder auch bei der Arbeit. Man hört dich, glaube ich, die ganze Zeit Popcorn essen im Hintergrund. Ist aber hier das Mikro. Ach so, echt? Ja, weiß ich jetzt nicht. Egal, weiter. Ja. Na, auf jeden Fall war es dann so, als vor allem die Anschläge in Deutschland und woanders angefangen haben, habe ich irgendwann gedacht, wie behindert sind Menschen eigentlich? Und das wollte ich irgendwie mitteilen. Also nicht nur, also da geht es wirklich um Neid, Mobbing, Rassismus. Ich lese ja nachher kurz was vor. Bitte ein anderes Pseudonym für behindert, weil sonst werden sich Leute wieder darüber aufregen. Ja, ja. Nicht mehr ganz normal in der Birne. Das ist schon eher. Danke. Vom Vorteil. Ich glaube, ihr wisst, wie ich es meine. Auf jeden Fall ist es so, dass ich halt gedacht habe, ja toll, also es ist wirklich ein Buch mit viel Leidenschaft und wo auch ein bisschen Frust mit drin steckt, aber das Ganze halt verpackt in eine, warum sitzt ihr eigentlich so schief, ey? In einer spannenden Fantasy-Story, ja, darum geht's. Wie lange hast du gebraucht für dein Buch? Ich habe für das Buch insgesamt 3,5 Jahre gebraucht. Geplant war eigentlich nur eine Kurzgeschichte. Ich wollte einfach nur eine Kurzgeschichte machen, eine kurze, spannende Geschichte, weil ich wenn ich zum Joggen gehe, bin ich sehr kreativ, dann fallen mir so spannende Stories ein. Willst du dein Buch mal in die Kamera halten? Er hat ja immer noch Werbung nicht, gemacht noch in nicht, meinen Videos noch und nicht. Jetzt hat er endlich sein Buch. Ja, ja, was ich noch sagen wollte. Ja, du bist zu langweilig, dann, so jetzt fangen wir jetzt mal hier richtig an, ne? Ja, nee, also, es ist nicht langweilig, da bin ich ja, nämlich du vom, bist mal schon langweilig. Vom, vergiss es. Bin ich vom Joggen nach Hause gekommen und diese kleinen Zettel, also wirklich waren es kleine Zettel, die zusammen gaben dann eigentlich die Kurzgeschichte, die zu einem Buch ausgeartet ist. So, war es eigentlich schon, aber du hast mich nicht ausreden lassen. Ja, weil ja. Der Akku ist gleich leer. Ja, so, da, ja, da, du bist halt scheiße unvorbereitet. Nein, bin ich nicht hier. Ja, hier steht es, Kurzfassung. Schon auf. Hier, Kurzfassung. Machtspiele, der Kreislauf des Wahnsinns. Okay, endlich das werde ich mal jetzt vorlesen mit meiner erotischen, bezaubernden Stimme. Cool, kann ich kurz pausieren? Mobbing, Rassismus, Oberflächlichkeit, Gewalt, Egoismus und Machtspiele. All diese sozialgesellschaftlichen Probleme, die im Alltag immer mehr zunehmen, rauschen an den meisten Menschen einfach vorbei oder werden von ihnen ignoriert. Panchico? Ja, Santonis, ein lebensfroher und humorvoller junger Mann, der aus dem kleinen Dorf Nitedo, aus dem Boca Haki Naya Staring des Planeten Ukanos stammt, bereiten diese Geschehnisse immer mehr Kopfzerbrechen, bis er eines Tages bei einem sehr Bühnenauftritt aus dem... Bei einem seiner Bühnenauftritte. Dankeschön. Deutsch. Nun packt ihn die Frage, ob es auch andere beschäftigt, und er spricht diese Themen in der Öffentlichkeit an. Als er mit Alistair Salmus, den Landesregenten von einem der beiden mächtigsten Länder von Ukanos, in Kontakt kommt, nimmt sein Leben eine ganz andere Wendung als geplant. Von nun an gerät... Ich kann mich nicht Panchico konzentrieren, weil ich die ganze Zeit diesen... Red einfach nochmal. Knoblauch-Atem rieche. Ach so. Das Buch schimmelt schon. Spannendes, gefährliches und einzigartiges Abenteuer, wenn viele Dinge aufgedeckt werden, die sich auf den Planeten Ukanos abspielen. Wow. Ja. Und vorne als hört sich das Kreislauf des Wahnsinns. Sorry, dass ich unterbreche, aber können wir das mal bitte kurz wirken lassen auf uns? Marco Gobi Kluge. Wow. Was ich nur sagen muss, es ist ein Fantasy-Roman, aber das Einzige, was Fantasy ist, sind die ganzen, wie ihr schon gehört habt, Namen und Länder. Aber es ist eigentlich wie bei uns. Und die sind gar nicht so kompliziert, weil, also anfangs ja, aber die es bisher gelesen haben, haben alle gesagt, man kommt rein. Es gibt hier so eine schöne Landkarte, die ihr habt, und hinten noch eine schöne Personenbeschreibung von den Buddies.
aber man kommt rein. Sind da sonst auch noch Bilder drin? Nein, keine Bilder. Bilder. Also könnt ihr euch das dann auch schön selber in euren Köpfen ausmalen, wie ich bin zwar, ich bin zwar ein Spaßvogel, aber das ist wirklich was Ernstes. Mal. Das ist schön. Ja, meine ernste Seite in 306 Seiten. 307 Seiten. Bam. So, und jetzt willst du, dass ich was vorlese, wa? Ja. Ich glaube, ich lese euch zwei kurze Augenblicke vor. So kurze Szene über Neid ist es. Ich lese vor. Er möchte nur noch diejenigen unterstützen, für die die sportliche Leistung und nicht das Aussehen an erster Stelle steht. Das Traurige an der ganzen Sache ist, dass viele junge Damen zu Hause sitzen und sich selbst nicht mehr mögen, da sie nicht so einen schönen Körper haben. Dieser Neid artet letztendlich so aus, dass Hass und Mobbing entstehen, vor allem bei Mädchen. Ach ja, Mom, zu deiner Frage wegen einer festen Freundin. Ich lasse mir eben Zeit, bis ich eine finde, die so tickt wie ich und mit der ich durch dick und dünn gehen kann. Ich kenne so viele Paare, die sich selbst anlügen, dass alles so perfekt ist und in Wirklichkeit so einiges nicht passt. Wie oft hat mein ehemaliger Arbeitskollege mir gesagt, dass er in einer glücklichen Beziehung ist und sobald er etwas getrunken hatte und wir unterwegs waren, war er kurz davor, fremd zu gehen. Mich hat es nicht wütend gemacht, dass er mich anlügt, sondern sich selbst. Letztendlich hat er sie geheiratet, sie bekamen zusammen ein Kind und jetzt sind sie geschieden. Den Menschen fehlt es eindeutig an Mut und das möchte ich sicher nicht erleben. Und du auch nicht, dass dein Sohn ein Scheidungskind hat, oder? Heftig. Es ist aus so. Ich musste gerade auch noch ein paar Leute gleich denken. Alice hat mich schon in dem Moment angeguckt. Ich habe irgendwas gesehen, ja? Definitiv, ja. Genau, da geht's um realitätsnahe Sachen. Also sehr realitätsnah. Ja, da kann man sich halt auch mit identifizieren. Eben, auch also. Gerade mit den Problemen, dass man nie richtig zufrieden ist mit sich, mit seinem Körper und dass man sich nicht so richtig annehmen kann. Dass man sehr viel auch von anderen die Unsicherheiten auf sich produziert bekommt. Ich sag mal so, mein Buch kann man natürlich nicht mit J.K. Rowling oder sonst jemand vergleichen. Nicht? Natürlich nicht, aber was mein Buch hat, ist eine sehr, sehr gute Thematik und da findet sich so gut wie jeder Leser und das macht mein Buch aus. Und zum Glück habe ich auch die Bestätigung schon bekommen. Also, wenn ihr mal eine realitätsnahe, richtig gute Thematik wollt, hier. Und ich selbst finde die Story auch spannend. Ihr könnt ja die Rezensionen lesen. Was, ja. Ich will jetzt auch was lesen. Ich sag dir wo. Alice wollte auch noch mal was vorlesen, oder? Ja. Willst du nicht? Nee. Kann ich lesen? Ach, Mann. Ich bin Analphabet. Anal-Babi. Ab vielleicht. Ich hoffe. Achso. Es sind nur die Namen, wo du kurz. Okay. Wobei. Vielleicht hat Panchiku. Habe ich es richtig ausgesprochen? Ja, Panchiku. Panchiku. Wie bist du auf den Namen Panchiku gekommen? Weil du so Anime-Fan bist. Tatsächlich, Panchiku, im Nachhinein dachte ich mir, hört sie an wie Pikachu, aber gar nicht. Ja. Es ist, Panchiku kam tatsächlich plötzlich. Mhm. Jo. Vielleicht hat Panchiku euch schon erzählt, dass ich heute ein Gespräch mit meinem Chef hatte. Es ging um meine Mitarbeiter. Janior ist Abteilungsleiter im Versand in einem mittelständischen Unternehmen. Er hat es geschafft, mit seiner hohen Einsatzbereitschaft und Motivation in seiner Firma Abteilungsleiter zu werden. Erzähl weiter, fragt Ensaho. Exago. Was sind das für Namen? Ja, man kommt. Wie bist du auf die Namen gekommen? Das sage ich am Ende. Jetzt, du musst weiterlesen. Er sah mir total neugierig nach. Ich habe euch doch erzählt, dass es in meiner Abteilung zurzeit sehr oft kracht. Dort arbeiten 9 Frauen und ein Mann. Die Frauen bekommen sich immer wieder in die Haare, weswegen immer mehr von ihnen kündigen. Es werden immer wieder 2 neue Frauen eingestellt, die nach kurzer Zeit kündigen oder intern versetzt werden. Irgendwann ist mir dieser seltsame Vorfall aufgefallen und ich wollte wissen, warum das andauernd passiert. Als ich das eine Zeit lang heimlich beobachtet habe, habe ich festgestellt, dass die neu eingestellten Frauen von den anderen immer wieder gemobbt werden. Damit kann ich auch wie aus meiner Vergangenheit mal demnächst auf meinem YouTube-Kanal noch mal ein bisschen reden. Werden und zwar auf niedrigstem Niveau. Richtig abstoßend und beschämend. Ich habe mir vorgenommen, dass das aufhören muss und habe mir deswegen die entsprechenden Mitarbeiterinnen mehrmals zur Brust genommen. Anfangs lief es zwar noch ganz gut, aber es hatte wieder begonnen und wurde anschließend sogar noch schlimmer. Als ich keinen anderen Ausweg mehr gesehen habe, musste ich mich meinen Vorgesetzten wenden,
an den obersten Chef der Firma. Er meinte nur, dass es ihm egal sei und ich meine Weiber in den Griff bekommen soll. Gestern gab es zwischen mir und den zwei größten Hexen der Abteilung, die aber am längsten in der Firma angestellt sind, eine heftige Auseinandersetzung. Mein Chef hat diesen Streit mitbekommen und bestellte mich deswegen heute in sein Büro. Ich dachte, dass ich von ihm Unterstützung bekomme. Aber wisst ihr, was er gemacht hat? Er hat mich zurückgestuft und seine Begründung war, dass er sicher nicht die Frauen aus der Abteilung wirft, die schon am längsten angestellt sind und das größte Fachwissen besitzen. Kommt mir ein bisschen bekannt vor. Ich glaube, das war's, oder? Ja. Ja. Ja, krass. Ich schwöre, typisch. Das ist so typisch, was du da erzählt hast. Das passiert überall. Die gemobbt werden, die werden dann rausgeworfen. Ja, die da schon so jahrelang sind, die bleiben dann einfach. Weil die das Herz haben, die, ja. Die fiesen sind, die anderen mobben. Ja. Und das waren jetzt nur zwei nebensächliche Sachen, wo eigentlich jetzt gar nichts mit der Hauptstory zu tun hat, und das macht mein Buch aus. Es gibt eine Hauptstory und ihr müsst euch quasi vorstellen, das ist so der Weg und in dem Weg immer wieder so kleine Seitenstraßen, wo halt eben so tagesaktuelle Seiten kommen, wo sich, so wie du, jetzt beide Dinge sofort zack, und das macht mein Buch aus. Ne, damit konnte ich mich jetzt schon mal identifizieren mit dieser Weg. Ja. Total Selbstverneidung-mäßig. Dieser Weg wird kein leichter sein. Und das Schöne ist, dass dieses Buch dir gehört. Achso, das schenkst du mir gerade? Ja, ich wollte es vor der Kamera machen. Du Asche! Ja, danke schön. Widmung kommt noch, aber du musst auch lesen, ne? Mhm, natürlich lese ich es. Ja, klar. Also, und ich freue mich über jeden Kauf, aber nicht, dass ich hier der Moneyboy werde, sondern wirklich, dass Leute schreiben, hey, es stimmt so und so, und dass ein paar einfach mal aufwachen und vielleicht, also ich denke mal, dass die meisten das, wo das lesen, eh auch so denken wie ich, weil die interessieren sich ja dafür, aber ja, es ist sehr tiefgründig. Also wenn ihr es gelesen habt, versteht ihr mich und lernt mich auch kennen besser tatsächlich. Ja, also einfach mal bei Amazon eingeben, Machtschwüle, der Kreislauf des Wahnsinns. ISBN-Nummer schreibe ich euch auch nochmal in die Infobox, falls aber das, ihr sonst nicht findet. Aber das findet ihr schon. Darunter sollte man es dann finden. Mhm. Wie teuer ist das Buch? 13,99 €. Das geht ja. Ja, so Mittelpreis. Ja. Ja. Aber wie gesagt, 3,5 Jahre, es hat sich schon lang gezogen. Und am Ende, mein Traumberuf ist ja Entertainer, ist ja kein Geheimnis, aber ich habe in der Zeit viel mehr Zeit und Energie in das Buch reingesteckt, weil das wirklich für mich Prio 1 hatte. Ich hätte sonst ja auch immer totale Sorgen gemacht, auch wenn er bei mir war, wie groß soll das Buch sein, halt das fertige Endergebnis, was man dann halt in den Händen hält. Und das Krasse war, ich bin ja nie aufgeregt. Bei Take Me Out oder sonst wo, mich hat das nicht gejuckt, aber als ich das Buch in der Hand hatte und ein Video gemacht habe und es meinen Leuten geschickt habe, ich war aufgeregt. Das war crazy, obwohl ich von niemandem stand, so gesehen, aber es war echt crazy, so also, den Leuten zu sagen, hey, das Buch ist endlich da, weil jeder hat nachgefragt, die sie wussten. Ja, sie ist angefühlt, so dieses fertige Endergebnis endlich in den Händen zu haben. Geil. Geil. Ja, nee, richtig. Ich habe es gar nicht so realisiert, ein bisschen, weil es in meinem Briefkasten war. Hast du selber damit gerechnet, dass das überhaupt fertig wird? Ja. Ich meine, nach 3 Jahren? Ja. Ja. Mich hat es wirklich gewundert, wie viele geschrieben haben. Krass, du hast durchgezogen und ich habe so auf gut Deutsch, ich habe nicht mehr damit gerechnet. Und dann denke ich mir so, hey, ich ziehe alles durch. Und vor allem das, aber vielleicht, weil es eben ein Buch ist und nicht mal Comedy oder so. I don't know, auf jeden Fall. Ja, war es geil. Schön. Wie viel Geld müsste man ungefähr in die Hand nehmen, wenn man selber ein Buch rausbringen möchte? Unterschiedlich. Also wenn du jetzt ein Buch schreibst und kein Lektorat brauchst und einen billigen Covertyp hast, dann geht das Ganze 50 €. Wenn du aber 2 Lektoratdurchgänge hast wie ich und ein relativ teures Cover, also schon einiges an Geld. Aber das war mir tatsächlich egal, weil ich mir dachte, ich zieh's durch. Also ich muss, um das wieder reinzuholen, schon ein paar 100 Exemplare verkaufen, und ich glaube auch irgendwann passiert das auch, aber wie gesagt, wenn es nicht so ist, dann ist es so. Das ist so eine interessante Thematik, dass es mir egal war, letztendlich. Also ich hätte jetzt nicht 10,000 € fürs Buch zahlt, es wäre mir zu viel gewesen, ja, aber schon ein bisschen. Ja, schön. Vielleicht habt ihr jetzt auch Lust auf
Gubis Buch, ihr wisst ja, wo man es sich bestellen kann. Sonst noch irgendwelche abschließenden schönen Worte? Ich freue mich über ehrlich jedes Feedback. Über jedes ehrliche Feedback von euch. Und ja, könnt mir dann gerne schreiben oder die Rezession. Mehr muss ich nicht dazu sagen. Und ich glaube, ihr werdet viele Dinge da lesen, wo ihr denkt, Alter, traurig, dass das wahr ist. Also, da können sich wahrscheinlich sehr viele selber wiedersehen in deinem Buch, wie ich es ja auch gerade und Alice getan habe. Ja. Getan haben. Definitiv. Ja. Sehr gut, es freut mich. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Peace out, Buddies, und danke im Voraus. Tschüssi.